technologische und organisatorische Fortschritte, die Betonung liegt auf anhaltend, sind äh, ein Ergebnis der Neuzeit. Das gab es früher so nicht. Es ist, sind Entwicklungen in Europa und zumal in England und Schottland, die äh, im 17. und 18. Jahrhundert eine fundamentale Änderung der Bedingungen für technischen Fortschritt geschaffen haben. Ich rede von der Entwicklung dessen, was Joel Mock hier genannt hat, eine Kultur des Wachstums und der Innovation. Das hat es vorher nicht gegeben. Wenn Sie sich die Weltgeschichte anschauen, werden Sie feststellen, dass es dort sporadisch an verschiedenen Stellen mal technologische Änderungen gegeben hat. Aber das waren Einzelereignisse und es war keine Kontinuität. Das hat sich geändert. Und die Änderung ist das Ergebnis, kann man sagen, nicht intendierter Konsequenzen zweckgerichteten menschlichen Handelns. Also die Leute haben in der damaligen Zeit Institutionen geschaffen, die im Zusammenwirken schließlich eine Kultur der Innovation erzeugt haben. Grundsätzlich gibt es zwei wesentliche Faktoren, die dagegen sprechen, dass überhaupt Neues erzeugt wird und in die Ökonomie, in die Gesellschaft eingeführt wird. Das ist zum einen äh, der Besitz alten Wissens. Diejenigen, die altes Wissen besitzen, Erzielen Monopolrenten aufgrund dieses Wissens und die sind natürlich dagegen, dass Neuigkeiten eingeführt werden, die ihre Monopolposition unterminiert. Man kann zum Beispiel feststellen, dass lange Zeit Landwirte, also die Großgrundbesitzer in Europa im 15., 16., 17. Jahrhundert, sich gewehrt haben gegen neue produktivitätssteigernde Verfahren auf den Böden, weil sie verstanden haben, dass dadurch natürlich die Knappheit ihrer Böden geringer werden würde und das würde die Grundrente nach unten treiben. Das ist ein Argument, das dafür spricht, dass technischer Fortschritt nicht so ohne weiteres zustande kommt und eingeführt wird. Das zweite Argument ist, dass Neuigkeiten, neues Wissen auf die Dauer und im Durchschnitt nicht geheim gehalten werden kann. Das heißt, es wird von anderen übernommen werden, es wird nachgeahmt werden. Und zweitens, dass neues Wissen nicht rival im Konsum ist, nicht rivalisierend. Das heißt, wir haben es beim neuen Wissen im Allgemeinen um ein quasi öffentliches Gut zu tun. Was ist damit gemeint? Private Güter, denken Sie an eine Wurstsemmel. Wenn ich die esse, essen Sie sie nicht. Aber bei einem Bessemer-Verfahren in der Stahlerzeugung, kann es die Firma A verwenden, die Firma B genauso, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, solche Güter werden relativ schnell äh, im System insgesamt verfügbar, aber das wirft ein Problem auf, nämlich Folgendes, diejenigen, die die Kosten der Erzeugung des neuen Wissens hatten, bekommen nur einen Teil der Erträge, möglicherweise gar nichts, andere heimsen sie ein, und das ist natürlich ein Grund, dieses neue Wissen erst gar nicht zu erzeugen. Man spricht in dem Zusammenhang von Marktversagen. Reine, auf sich selbst gestellte Märkte sind nicht imstande, ein hinreichendes Maß an technologischem Fortschritt zu realisieren. Und man kann sagen des Weiteren, dass ein wichtiges Moment für technischen Wandel, eine Treiberin par excellence, wenn Sie so wollen, die Konkurrenz ist. Denn die Konkurrenz führt dazu, dass Einzelne Firmen, einzelne Akteure, sich nicht sicher sein können, dass sie im Markt überleben, wenn der Nachbar die andere Firma Neuigkeiten einführt, die die Produktionskosten senken, die also Güter billiger auf den Markt bringen lassen oder neue Produkte, die bessere Qualitäten aufweisen. Sie könnten also sagen, die Konkurrenz wirkt wie eine Produktivitätspeitsche, wie eine technische Fortschrittspeitsche. Und das merkt man, das ist auch in der Literatur recht gut belegt, von früh an. Marx beispielsweise spricht von dem Zwangsgesetz der Konkurrenz, das die Einzelnen dazu zwinge, bei Strafe ihres Untergangs zu innovieren, technische Fortschritte zu realisieren. Und in ganz ähnlicher Weise äußert sich Smith, äußert sich Schumpeter, um nur einige wichtige Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler zu nennen. Ich beginne mit den Strukturen. Das eine sind ganz gewiss anreizkompatible Strukturen, wie wir Ökonomen sagen. Damit sind gemeint Gesetze, Regeln, Institutionen und so weiter, die offen sind für das Neue. Wenn Sie das nicht haben, wenn Sie gewissermaßen ein Verbot haben, gewisse Dinge überhaupt einführen zu dürfen, dann ist das von großem Nachteil natürlich für das Neue. Das Zweite ist ganz gewiss, Sie brauchen, das hatte ich zuvor schon gesagt, ein Außenweiterbildungsprogramm, das das Neue sozusagen auf einen fruchtbaren Boden fallen lässt oder eine Entsprechung in den Humankapitalien der Leute findet. Und wichtig ist ganz gewiss auch, dass bei technischen Fortschritten, die immer nicht nur Gewinner aufweisen, sondern auch Verlierer, seit Alters her, das heißt in der politischen Ökonomie im Grunde seit dem Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts werden diese Fragen diskutiert. Was sind die Mechanismen der Durchsetzung des Neuen und ähm, was wir dort eben ähm, vorgelegt bekommen haben von Adam Smith und anderen, äh, sind im Wesentlichen folgende Überlegungen. Das eine ist in einer Situation, in der Konkurrenz herrscht gibt es Grund für die einzelne Firma zu innovieren, technische und organisatorische Fortschritte durchzuführen, nur um sich dagegen zu wappnen, dass sie von anderen, die das tun, aus dem Markt geworfen wird? Nun, wenn Sie erfolgreich ein besseres Produktionsverfahren einführen, in dem Sinne, dass es Ihnen die Stückkosten der Erzeugung eines gegebenen Produkts zu senken erlaubt, dann ist es völlig klar, dass Sie auf dem Markt, wo Sie den gleichen Preis erzielen wie die Konkurrentin, die schlechter produziert, Kosten ungünstiger, dass Sie extra Gewinne machen, höhere Gewinne als die andere Firma. Wenn Sie aus diesen höheren Gewinnen den gleichen Prozentsatz investieren, um zu wachsen, dann sehen Sie sehr schnell, dass die Firma, die innoviert, schneller wächst als die andere. Über das schnellere Wachstum, über differenzielles Wachstum, wie wir auch sagen, schleust sich sukzessive das Neue ein, es diffundiert im System und verdrängt relativ, nicht absolut relativ, das andere. Das ist ein Mechanismus. Einfach durch unterschiedliche Wachstumsraten der innovierenden Firma gegenüber den statischen Firmen. Der zweite Mechanismus, der eine Rolle spielt, ist natürlich der der Imitation, der Nachahmung. Firmen, die sehen, dass die Nachbarfirma größere Gewinne lukriert, weil sie eine neue Technologie einführt, werden versuchen, diese andere Firma, die erfolgreiche, das Pionierunternehmen nachzuahmen. Das kann in verschiedener Art und Weise geschehen, entweder durch Industriespionage, kein seltener Fall, aber auch natürlich durch den Erwerb einer Lizenz, das neue Verfahren anzuwenden und ähnliches mehr. In diesem Fall kommt es auch zur Einführung der neuen Technologie, bei den Firmen, die selbst nicht die Pioniere waren. Nun ist auch klar, dass häufig Innovationen äh, Kinderkrankheiten aufweisen, dass das erste Auto, das da erzeugt worden ist, möglicherweise äh, starke Mängel aufweist und der Second Mover, wie wir sagen, den Vorteil erreicht. Deswegen werden wir häufig beobachten, dass die Pionierfirma, die die, die erste war, nach einer Zeit lang pleite geht, weil sie mit einem Verfahren operiert, das stark verbesserungsfähig ist. Aber was auch immer der Fall ist, es wird im Grunde genommen durch die Konkurrenz ein Antrieb gegeben, um das Neue einzuschleusen, zu verbreitern und schließlich das Alte tendenziell zu verdrängen. Der Mensch äh, operiert seit, seit geraumer Zeit mit Hilfsmitteln, mit produzierten Produktionsmitteln, äh, die er mehr oder weniger gut kontrolliert hat, äh, sei es Ackerbaugeräte oder was auch immer, der Wissenschaftler mit, äh, mit Rechnern, mit Computern schließlich und so weiter, die nehmen Einfluss natürlich auf äh, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Äh, mit neuen Technologien äh, ist es so, dass einige dieser Geräte tatsächlich von einer Qualität sind, dass sie sie kontrollieren und nicht mehr sie die geräte das wird eine eine fundamental neue situation herbeiführen natürlich die produktivität des einzelnen wird in vielen bereichen sehr sehr stark steigen das heißt sie werden technologische fortschritte erleben auch in bereichen die uns natürlich sehr wert sind denken sie nur an die Medizin, die Krankenvorsorge und dergleichen. Denken Sie an die Behandlung in Krankenhäusern und ähnlichem mehr. Was man sagen kann, ist, dass der jetzige technische Fortschritt charakterisiert ist durch eine Zusammenführung bis Verschmelzung von drei Sphären. Das haben wir bisher nicht so kennengelernt. Das ist auf der einen Seite natürlich die physikalische Sphäre das ist auf der anderen Seite die biologische und es ist die digitale und sie haben eben diese cyberphysikalischen systeme also wo software und hardware gekoppelt sind, kommunizieren miteinander sie können heute in der ganzen Welt verkaufen und kaufen sie können Produktionsprozesse zerlegen zerspalten und Einzelteile in Deutschland, andere in China produzieren lassen, das hat, hängt sehr eng zusammen mit dem Umstand, dass im Laufe der Zeit die Transportkosten sehr stark gesunken sind und von daher ein Unbundling, wie man das nennt, eine Entbündelung der, der Wertschöpfungsketten Wertschöpf erfolgt ist. Also sie bekommen im Grunde genommen ein, eine Internationalisierung der Produktion und gegebenenfalls auch eine sehr, sehr schnelle Veränderbarkeit der Produktion. Die Flexibilität wird zunehmen. Also ganz gewiss kann man sagen, dass was dort langfristig passieren wird, sehr davon abhängen wird, ob die Maschine gewissermaßen ein Arbeitsmittel des Menschen bleibt, und sozusagen Anhängsel des Menschen oder umgekehrt, der Mensch zum Anhängsel der Maschine. Und ich vermute, dass die Waagschale auf die Dauer und im Durchschnitt in die letzte Richtung weist. Das heißt, der Mensch wird seine Hoheit, seine. Äh Gestaltungsfähigkeit vielfach, nicht überall, aber vielfach einbüßen und wird nach dem Takt der Maschine operieren müssen. Das scheint mir der Fall zu sein. Ähm, jedenfalls in jenen Berufen, die zuvor schon erwähnt worden sind, äh, wo das Wissen kodifizierbar ist, wo geringe Fähigkeiten äh, benötigt werden, die leicht von Maschinen übernommen werden können. Aber man darf sich nicht vor, dem, äh, vor der Tatsache ähm, man darf nicht vor der tatsache die augen verschließen dass die äh, künstliche intelligenz immer stärker auch äh, in einen bereich der qualifizierten arbeitskräfte hineingeht unter anderem deshalb weil wir in letzter zeit beobachten konnten dass es zu einer lohnspreizung gekommen ist. die wenig qualifizierten arbeitskräfte haben sogar real Rücknahmen zu verzeichnen gehabt, während die sehr qualifizierten sehr, sehr stark steigende Einkommen aufgewiesen haben. Nun, wer Kostenminimierung betreibt, der wird sich möglicherweise den Kopf zerbrechen, ob er mit Maschinen nicht die sehr, sehr gut bezahlten Arbeitskräfte auch des unteren bis mittleren Managements ablösen. Dass wir künstliche Intelligenz haben, das heißt Maschinen, die selbst imstande sind zu lernen und zwar zu lernen, während sie produzieren und die niemals schlafen. Und Sie sehen schon, wenn das der Fall ist, wenn Sie Artificial Intelligence haben, und wenn die in der Tat sich weiter dramatisch entwickeln sollte, wie sie es äh, getan hat, dann bekommen Sie eine Situation, wo der Mensch möglicherweise bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig ist gegenüber Maschinen. Es kommt zu dem, was man nennt den Singularitätspunkt, den technologischen Singularitätspunkt. Das heißt, eine Situation, wo Maschinen in jeder Beziehung, im Extremfall, den Menschen überlegen sind. Die neuen Technologien, von denen wir sprechen, bedienen sich auch neuer wirtschaftlicher Umsetzungsform, die Plattformwirtschaft. Bekannt, nicht? Also Plattformwirtschaft, eBay in China. Alibaba, aber auch natürlich Facebook, Google und so weiter. Und was sie dort haben, ist, dass diese Plattformfirmen umso effektiver werden, je mehr Daten sie verarbeitet haben. Es ist eine Form des Datenkapitalismus, die man äh, sich deutlich vor Augen führen sollte. Daten sind einerseits modernes Geld neben dem existenten Geld, weil selbst wenn sie es nicht merken, wenn sie im Internet surfen, sie zahlen mit der Verfügung, Verfügbarkeit ihrer Daten. Die Firmen lernen, diese Algorithmen, die Maschinen lernen von ihren Daten. Sie sind immer besser imstande, ihre Präferenzen abzugreifen, abzutasten. Sie wissen, wann sie gewisse Güter kaufen wollen, wann gegebenenfalls äh, sie einen äh, Krankheitsfall haben werden wegen implantierter äh, Mikrochips und der, äh, des Internets. Ähm, aber das heißt, dass die Firma, die einmal die Nase vorne hat, die die größte Menge an Daten verarbeitet hat, die wird kaum mehr einholbar sein. Das heißt, sie wird zu einem gigantischen Monopol. Sie halten sich nicht an, eine Arbeits-, an das Arbeitsrecht, das Existente, an die Gewerbeordnung. Sie sind Footloose, das heißt, sie siedeln sich an dort, wo die Steuer, äh, Steuern, die sie zu zahlen haben, am niedrigsten sind. Diese großen Firmen zahlen zum Teil keine Steuern, machen riesige Gewinne. Und das ist eine Bedrohung im Grunde genommen auch der nationalen Souveränität und natürlich auch der Budgethoheit der einzelnen Regierungen. Denn wenn die Steuereinnahmen schwinden, aber zugleich die Probleme, die erzeugt werden über technologische Arbeitslosigkeit und ähnliches mehr, die der Staat zu bewältigen hat, dann sehen Sie sofort, das Budgetdefizit wird einem aufgedrückt, ohne dass man etwas dafür kann durch die technologische Entwicklung. Ich glaube, was man sagen kann in Bezug auf die Arbeitnehmervertretung: Sie wird es schwer haben wegen der Erosion ihrer Basis. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad scheint abzunehmen und gerade bei diesen Cloud-Werkern, also die sozusagen temporäre Jobs abnehmen in der Gig-Economy, ist er sehr gering. Das heißt, sie werden dort nicht mehr gegebenenfalls auch aufgrund geringer Bezahlung sich einen Gewerkschaftsbeitrag gar nicht mehr leisten können oder wollen. Das heißt, die Arbeitnehmervertretung ist in Schwierigkeiten. Aber auch die Firmen und ihre Vertretungen haben Schwierigkeiten, wenn sie eine Firmenpopulation haben, wo nur noch einige wenige sehr, sehr große sind. Ja? Einige wenige sehr, sehr große, die im Grunde Macht haben über den Rest. Wen kümmert der Rest? Also der Rest müsste sich sozusagen zusammentun, auch im Sinne einer Kontrolle der ganz, ganz Großen damit eine Vertretung der Firmen, der Unternehmungen allgemein in verschiedenen Branchen und so weiter überhaupt noch Platz greift. Das heißt, hier gibt es, glaube ich, einen Grund, dass sich in der Gesellschaft viele in der Tat diesen riesigen Monopolen nicht mehr länger bereit sind auszusetzen. Also die, die Entwicklungen, die sich ergeben werden, werden sehr buntscheckig sein. Also es gibt sozusagen lovely jobs, die man gern unternimmt, wo man kreativ ist. Kreativität ist ein, ein großes Asset, das in der Zukunft gebraucht werden wird, wo man auch kommunikationsfähig ist, wo man Kenntnisse hat über einen engen Bereich hinweg, denn das wird gefragt sein. Also, das gibt es. Lovely Jobs. Leute, die das sehr, sehr gerne mögen, die gerne vor ihrem Computer sitzen oder mit, mit diesen Technologien operieren. Aber es gibt auch Lousy Jobs. Also, solche, die äh, im Grunde genommen das Arbeitsvermögen reduzieren und einen zu einem billigen Handlanger machen. Was in dem Kontext zu erwähnen ist, ist, dass es zu einer Wiederkehr des Verlagssystems kommt. Das ist bereits der Fall. Das Verlagssystem war ja eine Angelegenheit, wo ein Unternehmer beispielsweise den Webern in Schlesien Baumwolle gegeben hat, die sie dann verwebt haben zu Hause mit ihren Handwebstühlen. Mit der Einführung äh, Neuer Webstühle sind die sozusagen völlig ausgemustert worden. Was wir jetzt erleben, ist äh, ein, eine um sich greifende Gig-Economy, Jobs, äh, Jobs sozusagen, die äh, an einem Tag oder an zwei Tagen erledigt werden können, dann verliert man den Job wieder. Also es ist gewissermaßen die Heraufkunft des äh, digitalen Taglöhnertums, Prekariat in größerem Umfang. Keine gewerkschaftliche Organisation, keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung und ähnliches mehr. Sie sind zurückgeworfen auf sich, sind Scheinselbstständiger oder Selbstständige. Ich glaube, dass längerfristig in der Tat vor allem gewisse Tätigkeiten eingespart werden, die Arbeitsplätze selbst möglicherweise äh, eben äh, zum Teil jedenfalls erhaltbar sind, wenn man sich bezüglich des Tätigkeitsprofils Anpasst und das verlangt wiederum den Ausbildungssektor natürlich, aber dass es schon zu merklichen Einsparungen kommen kann. Das ist ein negativer Effekt, wenn man so will, der dem positiven Effekt einer steigenden Gütermenge und einer billigeren Verfügbarkeit dieser Güter gegenübersteht. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Effekte. Also wenn, wie wir wissen, die neuen Technologien es ermöglichen, das Monitoring von Menschen im Beruf, aber auch jenseits des Berufes, die Überwachung viel, viel stärker zu gestalten, als es bisher der Fall ist, dann kann man sagen, bedroht das individuelle Freiheitsrechte. Die Entwicklung in China, die ja im Grund darauf aus ist, sozusagen den Menschen von früh bis spät unter Kontrolle zu haben und dann auch zu beurteilen mit Bezug auf eben Verfügbarkeit von Reisen oder ähnlichem mehr, das ist, glaube ich, eine bedrohliche Angelegenheit. Kurzum, der technische Fortschritt weist der jetzige Charakteristik herauf, die an Big Brother gemahnen, an einen Kontrollstaat, an einen Überwachungsstaat. Und äh, das ist eine, eine riesige Gefahr, denke ich. Die sollte man nicht unterschätzen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit hinweisen auf ein Werk eines wirtschaftswissenschaftlichen Nobelpreisträgers, Angus äh, Deaton, der in den USA untersucht hat, die Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnologie auf verschiedene äh, Bereiche der Wirtschaft. Und insbesondere, dort hat es sich besonders gespießt, auf äh, das Wohlempfinden weißer, im mittleren Alter befindlicher Amerikaner. Und was er festgestellt hat, ist, dass dort äh, sich eine, eine große ähm, Eintrübung hat äh, verzeichnen lassen, eine Verbitterung, eine, äh, ein Leiden unter den sich verschlechternden Arbeitsbedingungen, die haben dazu geführt, dass die Obesität angestiegen ist, die Leute sind dicker geworden, der Drogenkonsum hat zugenommen, der Alkoholkonsum hat zugenommen, Familienzerwürfnisse sind äh, äh, in größerem Umfang zu verzeichnen gewesen und das hat geführt zu dem, was man dort nennt, uh, Deaths of Despair, Verzweiflungstod. Das heißt, mittlerweile sinkt unter anderem die Lebenserwartung, die ja lange Zeit durch technischen Fortschritt mitgestiegen ist, das hat man als positiv gewertet sinkt sie vor dem Hintergrund neuerer Entwicklungen. Also die negativen Effekte sind gewaltig und es ist natürlich auch klar, dass in diesen Gruppierungen Trump und ähnliche Leute einen, einen, einen großen Rückhalt haben. Das heißt, der technische Fortschritt ändert nicht, nicht nur die Wirtschaftswelt, nicht nur die technische Welt, er ändert die Gesellschaft, er ändert die Kultur und er ändert die Politik. Also wir reden eigentlich von der Koevolution all dieser Systeme mit der Technik gewissermaßen als der Haupttriebkraft. Und diesbezüglich, glaube ich, um auch ein Abdriften der Gesellschaft in ja populistische Politiken zu verhindern, die dann häufig natürlich möglicherweise äh, kriegerische Tendenzen aufweisen, äh, ist dafür Sorge zu tragen, dass äh, ein inklusives Programm gefahren wird. Die Arbeitsteilung einerseits äh, innerhalb äh, von Firmen, zweitens äh, zwischen Firmen in einer Region oder einem Land und drittens natürlich die internationale Arbeitsteilung. Ich beginne mit letzterer. Die internationale Arbeitsteilung, das glaube ich, kann man jetzt schon sagen, ist wegen des Prozesses der, des Unbundling, Unbundling, der Entbündelung der Wertschöpfungsketten massiv am Vormarsch. Das heißt, es wird noch stärker als früher zu einer Globalisierung kommen, wo tatsächlich Arbeitsteilung zwischen Regionen, und möglicherweise weit auseinanderliegenden Regionen der Fall sein wird. Bei geringen Transportkosten ist es kein Problem, dass Sie gewisse Vorprodukte aus China dann nach Europa bringen. Und wie Sie wissen, da sind die Chinesen mit einer der ganz großen Innovationen beschäftigt one belt one Road der neuen Seidenstraße, also ein quer durch den ganzen eurasischen und europäischen Raum gezogenen Eisenbahn andockend an gewissen Stellen, wo Erdöle und Erdgase in großem Umfang jüngst gefunden worden sind, wo also die Knappheit dieser Rohstoffe aktuell überhaupt kein Thema mehr ist. Also das wird ein großes Thema sein. Die Globalisierung wird voranschreiten. Es sei denn, es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zu einer, zu einem neuen Kalten Krieg. Das kann man aktuell nicht ausschließen. Dann natürlich die Arbeitsteilung innerhalb von Regionen, innerhalb eines Landes. Auch das wird, denke ich, zunehmen. Sie werden insbesondere wissensbasierte und wissenserzeugende Zentren haben, noch stärker als früher die äh, relativ an Gewicht gewinnen werden zu anderen. Und sie werden natürlich äh, innerhalb von Firmen und Zwischenfirmen ähm, auch eine, eine sehr, sehr viel stärkere Arbeitsteilung bekommen nach Maßgabe äh, des Qualifikationsprofils der Leute. Die Zunahme von Scheinselbstständigkeit die Gig-Economy, das Verlagssystem, das führt zu einer sehr, sehr starken Zersplitterung auf dem Arbeitsmarkt, sozusagen Einzelkämpfern, die versuchen, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und die im Allgemeinen, das ist zu befürchten, nicht zu erfolgreich sein. Sie sind insofern anders als der heutige technische Fortschritt, eben Superstar-Firmen erzeugt, die im Grunde genommen nicht mehr gefährdet werden können wegen des endogenen lernprozesses der maschinen der algorithmen usw so einmal die schnauze vorne sozusagen immer die schnauze vorne und das bedeutet dass die nicht mehr bestreitbar sind in ihrer monopolposition früher konnten sie das da hatten sie im grunde genommen ein monopol aber sie konnten durch technische neuerung selber das monopol gefährden das ist heute in weit geringem umfang der fall früher hatten sie auch viel stärker das, das, den Fall der, der freien Konkurrenz, wo viele Firmen miteinander konkurriert haben und wenn schon nicht national, so international. Aber heute haben sie eine Situation, wo jedenfalls auf bedeutenden Bereichen einige Firmen, fünf, sechs, sieben weltweit, das Sagen haben. Nun, wie kann man da herangehen? Es gibt schon wirtschaftspolitische Maßnahmen, um sie da und dort äh, stärker zu kontrollieren. Eine ist beispielsweise, dass bei Plattformfirmen nicht mehr äh, der Ort äh, der Konzernzentrale äh, sozusagen der Steuerort ist, sondern der Ort, wo das Geschäft getätigt wird. Also wenn Sie hier in Deutschland beispielsweise bei äh, Amazon ein Buch kaufen, dann zahlen Sie die deutsche Steuer und nicht die in, in Irland oder sonst wo. Das ist ein, eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, dass Sie äh, die in der Tat äh, viel stärker besteuern, als es bisher der Fall ist. Äh, was man heute sagen kann, ist, dass es äh, Freiheitsgefährder gibt. Mächtiger noch als die meisten Nationalstaaten. Und das sind riesengroße Firmen, Superstarfirmen, Monopole, nicht kontrollierbar, gewissermaßen mit einer Machtfülle, wie wir sie bisher nicht gesehen haben. Das heißt, hier muss der Staat sozusagen seine alte Aufgabe der Sicherstellung individueller Freiheitsrechte aufs Neue wahrnehmen. Und das kann er nur in der Tat, indem er diese äh, Superstarfirmen äh, gewissermaßen unter Kontrolle bekommt.